Das Ding könnte echt schneller zuschlagen, Mensch. Könnte man mit... Er hat's mir jetzt geklaut, du blöde Kuh. Der Penetrator. Er hat wirklich so genannt. Ja, was denn? Oh, ja, was das machen wir jetzt. Der Penetrator. Du kannst das übrigens noch mit Redstone kannst es noch verschnellern, aber das wäre Verschwendung, weil dann ist auf die Schärfe. Hm. Und ich schlag lieber langsamer zu und ordentlich als schnell und mit zu wenig Schaden. Realität ist nur was für Leute, die nicht mit Drogen umgehen können. Ja, sowieso. Groß. So verlocken kann man es zu schlagen. Wir brauchen gleich noch ein paar Pflanzen. Aber wir wollten ja kurz in den Nether gehen. Ja, wir wollen mal in den Nether gehen. Ich will jetzt erst einmal einen Eimer haben. Und ich hol dir einen. Irgendwie ist der Eimer weg gewesen. Hey. Eimer Wasser. Penetrator lädt auf. Wenn ihr in den Nether geht, du kommst mit? Nicht... Ja, ist richtig. Wollt ihr dann erstmal die Diamantrüstung machen? Nein, wollen wir nicht. Du? Wie kommst du darauf? Mir reicht eine Eisenrüstung. Bitte. Ich hau ab. Wo ist Thomas? Eine Scheiße. Was hast du fabriziert? Nix. Ich muss doch direkt mal gucken. Wo warst du? Was hast du gemacht? So. Der Penetrator ist fertig. Antrax auch. Da unten ist die. Und was hat sie dann? Eine Diamantrüstung. Ach, mir doch egal. Ich wollte die Diamanten eigentlich aufheben, weil wir die für die andere Rüstung auch brauchen. Weil wir ja so wenig haben noch. Schon lange gemacht, die Diamantrüstung. Na, ist egal. Auf geht's in Nether, komm. Wo ist das Portal? Hinter das Thomas Haus. Ah ja, genau. Nach wie vor? Oh, sie. Das ist halt eine Weile her, mein Gott. Ich bin auch nicht mehr so auf der Höhe. Jetzt habe ich einen Haufen Zeug mitgenommen, was ich gar nicht brauche. Thomas, ich nutze mal die obere Kiste hier als Zwischenlager kurz. Ja. Und ich nehme noch was zu essen mit. Jo. Jo. Jo, jo, was geht, Motherfucker? Biatch. So, falls ich sterbe. Zu kurz. Tja, weil das Schwert einfach mal zu langsam ist, ne? Nein. Jetzt hat's geklappt. Bruder. Ich wollte eigentlich schon was voll gegen die Tür rennen lassen. Bruder. Ach Leute, wir waren ja schon mal im Nether. Ja. Wo der Rody Creeper sich in die Luft gesprengt hat. Ach ja, das war großartig. So, was machen wir jetzt hier im Nether? Also die Schweinemenschen in Ruhe lassen? Er hat einen Cap auf. Ich hasse Caps. Lass ihn doch. Ach, selbst... Oh. Hau doch den Zombie-Menschen, das ist doch egal. Der Weg ist echt furchtbar hier rüber. Hau ihn. Oh lol, die kriegen echt... Die können ja... Alter, das ist ein netten Hut wieder. Bauarbeiterhelm. Die können ja mal gar nichts, ey. Ey, Lichnopios, wenn du mich jetzt getroffen hättest, wäre ich tot, oder? Jupp. Warum machst du das dann neben mir? Weil ich's kann. Weil wenn ich dich getroffen hätte, wäre echt problematisch gewesen. Wieso? Wo bist du jetzt hin? Mein Zeug ein... Ich bin hier vorne. Ach, dort. Und was wollen wir jetzt hier? Ein paar Lohn hauen. Ah, okay. Oder Schweinemenschen. Ich hänge unten fest, Mama. Greifen die euch jetzt an? Nur weil ich das war. Ah! Using Penetrator! Ach wisst ihr, ihr seid schon solche Mods. Bei Using Penetrator! Oh, ist das großartig! Gib mir mal mein Zeug wieder bitte. Meine Rüstung ist komplett kaputt oder wie ist das jetzt? Das liegt alles unten im Grabstein. Bei Using Penetrator, das ist so schön. Schön anal penetriert. Bei Using Penetrator. Stell mal vor, bei Fister. Ja, Fister. Ja, ja. Ich verseuche die Viecher jetzt mit Milzbrand hier. Kommt her. Brauchst doch eh bloß noch einen Schlag für die Viecher.
Eben deswegen. Oh, ich verbrenne hier gerade. Alter Schwede, nein. Das ist nur problematisch mit dem Sprinten. Ich drücke immer Shift zum Sprinten, da geht er in die Ducke. Also in die Hocke. Das ist die scheiß Gewohnheit gerade. Das ist die scheiß Gewohnheit gerade, oder? Oh lol. Ich mache in Far Cry nichts anderes und in Borderlands auch nicht. Und jetzt ist es falsch. Ja, und mir geht's mit Arma 3 so. Das ist hart belastend, ey. Ich habe meinen Kopf als Skin, also als Kopf gedroppt halt. Yep. Normal. Wir meinen Kopf haben. Lol. Ich bin auch manchmal blöde. Oh, aber wir haben übrigens eine Creeper-Trophäe gekriegt gehabt, ne? Eine mal. Was für eine Trophäe? Eine Creeper-Trophäe. Okay. Ich habe schon einen Haufen von diesen Viechern gekillt und habe keinen einzigen Stab bekommen. Ja, dafür gibt's dann mein anderes Schwert. Das hat oh Gott, da kommt er. Drei drauf. Der ist gefährlich. Ich habe Never Cloud hier. Ja. By using Penetrator. Ordentlich in den Anus geschoben, das Ding. Ganz tief rein. Ja, bis du stirbst oder blutest. Je nachdem, was da hier eintritt, ne? Hier sind Alter, das wird hier Spinne, sind Riesenspinne. Hier ist ein Haufen schwarze Skelette und so ein Scheiß. Oh, oh. Oh nein. Oh, das schwarze Skelett ist gut. Oh, ich hab den Reaper-Head bekommen gerade. Einen Reaper-Head? Hm, Mr. Reaper hab ich gerade bekommen. Cool. Da hab ich sogar Spitzhacke oder was? Da hab ich sogar einen Schweinemensch angegriffen. Nee, ich hab keine Spitzhacke mit. Ui. So, ich hab zwei Lohnstäbe. Brauchen wir die? Was jetzt die? Alter. Skelett ist mies. Aus doch. Lass dich nicht hauen. Achtung, Spinne. Oh ne, geht's mir zu tief runter, das ist mir nie wert. Oh, hat mich doch erwischt. Jetzt habe ich einen Lepra-Shorn-Head. Oh, guck mal, grüner Hut. Was sind denn das für kleine Viecher? Ich habe Imps gefunden. Vorsicht, Chris, Vorsicht. Was soll das denn Imps? Die kannst auch killen. Kannst du sogar eine Rüstung draus bauen aus dem Leber, was die droppen. Großartig. Ich habe Imps gefunden. Na komm doch, du Vieh, du dort oben dort. Ey, wollen wir zu... Ne, machen wir nicht. Oh Gott. Was wollen wir? Nee, nix. Ich hatte bloß gerade einen dummen Gedanken, aber das ist zu dumm. Komm das ist doch meine Verhältnisse. Ja, ich brauche noch ein paar Skeletteköpfe. Wir brauchen noch drei Stück. Von den Schwarzen? Mhm. Wieso? Willst du den Widder rufen? Ja, klar. Ich habe zwei. Das ist ja gut, weil nein, ich will nicht den Widder rufen. Will, Ich bin Widder Skelett-Essenz bauen. Ich bin gewizzert worden. Brüller. Es sind zu viele! Das Skelett ist gerade abgestürzt. Guck mal, da hat einer den Afro-Head. Ich habe drei Stück, aber wo kommen die ganzen schwarzen Skelette her? Jetzt haben die mich gewissert, die Schweine. Außer Blatt? Ja, aber die kommen von allen Seiten gerade. Ich bin überrascht, dass die... Die spawnen einfach hinter mir, die Mistviecher. Klein Pisser. Wo seid ihr? Okay, ich habe auch einen Kopf. Ich habe drei Köpfe. Zweiten. Ich habe drei Köpfe. Leute, oh, die hat mich im Weggehen noch gewissert. Okay, wir haben genug Köpfe, wir können gehen. Alter, ich hab die Spinne jetzt eher mit Riesenspinne und Einschlag umgenutzt. Du hast da kommen aber kleine Spinnen raus. Solltest du aufpassen. Hast du ein Glück, dass ich nicht zugeschlagen hab, ey. Kann man mit der Super-Rüstung... Hier sind wir gerade runter. Kann man mit der Super-Rüstung dann fliegen? Ja. Erstens? Ja. Kreativ-Mode fliegen. Jetzt möchte ich sie haben. Chris, wir müssen hier lang. Ja, ich bin unterwegs. Alter! Blödes Viech! Kling, 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 kling. Ich hoffe, vor mir steht gerade keiner. Also ich bin hinter dir. Alter, wo kommen denn die ganzen Viecher jetzt her? Ich bin hinter dir, baller einfach alles nieder, was sich bewegt. Ich habe ein bisschen... Vielleicht selber niedergeballert. Das ist aber scheiße. Oh mein Gott, sind das viele. Wo kommen denn die alle her? Das hab ich mir auch gerade gefragt, das war ja das Problem. Okay, der Weg ist frei zu deinem Zeug. Ja, ich komm gleich, ich muss gerade mal noch ein paar Eier werfen. Fuck, 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 ich komm hier nicht weg. Wo ist Thomas? Zumindest ich hab keine Spitzhacke mit. Hm. Kannst du auch mit der Hand abbauen. Ja. So. Hä? Lange. Ich dachte, du meinst für deinen Grabstein. Nein. Hui. Wo bleibt er denn, der Crazy Boy? Ja, ich muss gerade noch Eier werfen. Oh, dieses Mistvieh da draußen. Komm mal rein auf 1,50 Meter. Bin schon da. Nee, ich meine der Gast. Der ungastfreundliche da.
Der ist unter unserer Brücke. Ja, eben deswegen. Der ist ziemlich bescheuert. Aber gut, der ist auf dich fixiert. Noch, ich lock ihn mal ein bisschen hier zu dem Fenster hin und so. Ich wollte sagen, ich habe auch so ein bisschen Skelettschädel. Ja, das ist sehr gut. Wir verziehen uns jetzt auch gleich schon aus dem Netto und machen jetzt die ersten Essenzen. Problem ist noch, wo geht's lang? Aha. Guck auf die Karte mit M. Bei mir ist die Karte komplett schwarz. Ja? Also ich habe bei mir den Untergrundmodus aktiviert. Achtung, der schießt. Er wollte reinschießen, das Mistvieh. Alter, da drüben geht die Festung weiter. Sehe ich heute erst. Das sehe ich heute erst. Die Betonung war ein bisschen komisch. Sehe ich so. Erst heute. Wo ist denn jetzt das Mistvieh? Da drüben fliegt er. Hm, das Boyspec Tier 3. Was ist denn da Schönes drin? Oh, eine Forsmitz. Mhm. Okay. Das Vieh trifft aber echt bescheuert. Ach was. Na komm. Thomas, wo bist du eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Schrei mal hier. Hier. Ach, da bist du. Mach Spaß. Ich hab keine Ahnung. Bist du irgendwo unten drin? In irgendeiner Festung. Alter, wo kam denn die Spinne her? Oh, au, 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 au. Suchen wir jetzt einen Thomas oder was? Ich hab drei Pferderüstungen hier. Oh mein Gott, ist hier unten viel los. Ich bleib mal hier ein bisschen bei unserem Gang, dass hier nicht so viel los ist. Antrax macht das schon. Gut, okay. Mach mal. Du hast ja auch die Dia-Rüstung von uns. Hol du Thomas mal ab. Ich passe. Ich weiß nicht, wo soll ich bei noch Thomas suchen? Oder gib mir mal. Warte, Freude, Thomas, ne? zurück. Komm her, hinter dir. Die Schlag. Oh. Ja, den Gang lang. Geradeaus. Oh, ja. Ich hab Thomas gefunden, bin ich nicht gut? Nein, du bist nicht gut. Oh mein Gott, Schweinemenschen. Die wollen mich ficken. Nein, wollen. Schlag ihn, schlag ihn! Zurück. Danke. Ja toll, jetzt sind alle auf mich sauer. Auf mich doch auch. Ach nee. Du Scheiße, das wird wieder Brücke. Es sind immer nur drei auf dich sauer, die in der Nähe sind. Und die kommen jetzt gleich vom Dach gesprungen. Also? Hast du es gesehen? Och nein, eine Riesenspinne. Was hab ich gesehen? Ich sag noch, die kommt gleich vom Dach gesprungen. Das macht der Chris. Na toll. Jetzt hab ich ja. Warte. Komm. Thomas, lauf. Bevor der Gast dich abschießt. Unserem Tor ist nämlich auch einer. Ich hab auf diese Brücke absoluten Schiss, ey. Nein! Oh Gott, das ging daneben. Oh nein. Das ging nicht daneben. Nein! Der war ein Zombie-Pigman, Junge! Na und? Ich hat er nicht angefangen. Nein, nicht darunter! Ah! Jetzt wäre ich mal runtergefallen. Nein, der hat das Tor ausgemacht. Naja, Thomas kommt eh gleich wieder. Nein. Wie nein? Der Zombie-Pigman ist durchs Portal und ist jetzt hier und greift mich an. Ey! Lol? Ich will nicht runterfallen. Ich hau. Oh, komm her! Einer durch und fick dieses Vieh hier! Geht ja nicht! Der Gast hat das Portal ausgeschossen. Bei mir ist es aber noch an. Naja klar, das fällt hier an. Das ist ja nur auf der Seite ausgeschossen. Ich nehme mal dein Zeug mit. Soll ich ein Feuerzeug mitbringen? Das war mir einfach zu riskant jetzt. Ich wollte dort nicht mehr sein. Ich krieg da Panik. Soll ich Feuerzeug mitbringen? Oh, scheiße. Ich werde jetzt in den 20 Sekunden, die ich hier drüben war, fast fünfmal gestorben. Soll ich ein Feuerzeug mitbringen? Groß. Ja, das wäre sehr schön gewesen, wenn du mal eher gekommen bist. Groß. Doch jetzt nicht, du hast mein Zeug genommen und bist raus. Doch, natürlich bin ich gerade eben runtergefallen. Alter, du bist so ein... Oh. Okay, und ich sterbe jetzt. Ich verbrenne hier. Das war ein Affe, ey. Wieso lässt du mein Zeug mir einfach stehen? Weil ich dir gerade gesagt habe, ich nehme dein Zeug, mach das Portal an. Nein, mach doch nicht. Ich hab so Angst. Soll ich ein Feuerzeug mitbringen? Soll ich ein Feuerzeug... Natürlich. Ich hab so Angst hier alleine. Rettet mich. Nun... Ach... Alter, fick mich immer wieder, dieses blöde Arzt. Warte, ich komm gleich. Zum einmal, zweimal. Ich bin hier sowas von angeschissen, glaube ich. So, der steht hinten beim Portal. Thomas. Was? Der ist beim Portal. Der ist jetzt weg. Hast du ihn tot, oder was? Ja, gerade so noch. Ich bin hier wirklich mitten in der Hölle gelandet mit euch. Jo.
Und mein Zeug ist weg. Ja, natürlich. Was nee, warte mal. Mit bisschen Glück nicht. Ist der Gast noch dort? Ich weiß es nicht, ich bin hier gerade mitten in der Festung drin und bin geflohen. Hast du ein Feuerzeug, Chris? Nein, aber es hat ja ein zweites Portal gespawnt. Also kann man durch. Flamestring, mhm. Groß. Warte mal, im Nether konnte man kein Wasser platzieren, richtig? Aber Öl. Öl haben wir hier nicht. Ich weiß. Ich will hier weg, ich will mich jetzt irgendwo... Nein, das ist weg, das Zeug ist weg. Nein, da wird wahrscheinlich ein Grabstein unten drunter sein. Problem ist, sie sehen ja hier nicht. Ich bin auf der Seite runtergefallen hier. Ungefähr hier. Weil mich das blöde Gastvieh hier runtergekickt hat. Wahrscheinlich ist hier unten ein Grabstein. Nimm ich mein Wort. Nein, ist es nicht. Okay, super. Ist weg. Vicky, kommst du über die Brücke, es gibt wieder ein Portal. Ach meine Güte, dann baue ich das Zeug halt wieder. Was kann es denn großartig gewesen sein? Das war ein Fister. Ja, und den kann ich dir 5-mal bauen. Damit ich 5-mal fisten kann, finde ich nett. Die Schweine sind wütend auf mich, ich kill sie jetzt erstmal. Ja, nee, sind sie nicht, die nicht. Jetzt schon. Sind sie wütend auf dich. Jetzt sind sie wütend auf dich. Ach, wie ich mich hier absolut unwohl fühle, ey. Oh, zurück. Oh, das Problem. Ein Schisser. Ach, halt die Fresse. Ich fühle mich halt unwohl dort. Ich meine, ich wäre fast 5-mal gestorben in diesen 2 Sekunden, die ich auf dieser Plattform stand, wegen des blöden Gasts und dem ganzen anderen Dreck da. Dann habe ich das Skelett noch fast runtergeschlagen und dann kamen die blöden wütenden Schweine auf mich zu. Du und hast alles jetzt wie viele Köpfe? 3, oder? Ich habe 5. Gut, dann ist alles safe. Und ich habe eine Menge Imp-Leather. Und ich habe Necrotic Bones. Oh, das ist sehr schön. Und ich habe Flamestrings. Ich habe 3 von diesen Knochen. Was habe ich noch? Ich habe 4 Flamestrings. Ich habe 8 Blaze Rods. Ich habe ein paar Gold Nuggets bekommen. Ich habe Raw Imphite, was auch immer das ist. Das kannst du brennen und essen. Also. Essi. Vernachlässigbar. Futter und so. Vernachlässigbar. Ich wollte. Ja, warum muss du das warten? Muss Thomas jetzt erstmal einen neuen Penetrator bauen, glaube ich. Ah, ja. Das machst du das nächste Mal. Ah, mache ich auch das nächste Mal. Ja. Lol, das Ding hat direkt Verzauberung. Welches? Die Imp-Rüstung. Ach so? Ja, ich habe jetzt 3 Sachen bauen können. Blast Protection, Fire Protection, dann haben wir hier Projectile Protection, Fire Protection und... Ja, Fever Falling 1 und relevant. Fire Protection. Ist doch egal, aber die haben es erstmal direkt installiert. Ja, das stimmt allerdings. So. Ich hau sie dir rein. Und ich baue jetzt uns erstmal Obsidian Seed und Gold Seed. So. So, wir sind die Köpfe und so. Gold Seed. Scheiße, dazu brauche ich schon Strong Essence. Na gut. Da war der Penetrator am Arsch. Der Fister. Nein, der Fister. Bäh, ich weiß schon, was er meint. Was? Was? Da war der Penetrator im Arsch. Oh mein Gott. Oh, ich das checke, was ich hier... Oh ja, na klar. Penetrator im Arsch. Bla bla. Uncool. Brrr. Mann, das war eine lustige Aufnahme diesmal. Mir ist mein Herz kurzzeitig stehen geblieben, als das dem Skelett mich angegriffen hat. Ach, was war mit Schissner, du Arschloch? Zum Abschluss gab es einen Knall. Oh, fuck. Da war ich aber nicht verantwortlich für gewesen. Hä? Was? Die Mobform hat es wieder gesprengt. Ach, okay. Da war ich aber nie. Wir warten das diesmal dann. Da war ein Skelett drin, das wollte mich anschießen, dann hat es einen scheiß Creeper getroffen. Hm. Ach nö, du Lutscher. Aber was kannst du eigentlich? Ich hab das nie mit Absicht gemacht. Ich mach nur Spaß. Brauchen wir doch sowieso nicht mehr, glaube ich. Ach, kacken. Das ist doch echt normal. Nein, normal. Du bist auf Schnitt. Ponytail? Ich hab einfach mal einen geilen Hut auf die...